Oh, nur ein bisschen. Pack den T1 in den Konstruktor, André, damit da die Materie. Genau! Stimmt, die T1-Sachen müssen dann in den Konstruktor rein, damit das, die T2-Sachen billiger werden, André. Mit den T3. Da muss man das mit den T2-Sachen machen, dass man die T2-Sachen umpackt. Ja? Wahrscheinlich denke ich da eben. Da musst du dir so einen Klebezettel ran machen. Wir kleben schon 1000 Zettel. Und auf Da jedem musst steht drauf, blinzeln und atmen. du. Also alles beides Dinge, die ich hin und wieder mal vergesse. Oh nein, ich habe Hunger, verdammt. Ja, dann zurück und Nahrungsmittel herstellen. Habe aber nur noch 46. Ja, das reicht noch, bis du nach Hause kommst. Weiß aber nicht, wo wir wohnen. Das hast du mit dir markiert. Nein, ich mache immer so eine Markierung, die sich, wenn ich bei Annäherung fährt. Schon dämlich, ich weiß. Aber hey, du redest hier mit mir, ja? Mit mir. Den klügsten Menschen der Welt. Bitte Politiker werden. Ja, genau. Vielleicht kriegen wir dann ja mal eine ordentliche Regierung zustande, wenn du in die Politik gehst. Sind die klügsten Menschen der Welt. Oh nein, 24, okay. David, ich sterbe. Ja, noch lange nichts. Hast du irgendwas zu beißen? Irgendwas, was ich sofort essen kann? Ja, habe ich. Nicht vor dir. Ja? Ach, danke. 100, das reicht, glaube ich. Vielen Dank für den Riegel. Was kommt Vielen weg? Was Dank. kommt weg? Wie lieb von dir. Okay, Nahrungsmittelbutter. In Arbeit. Gemüse. Einsbohrer reinlegen. Und dann den zwei Bohrer erstmal annehmen. Und jetzt den zwei. So, erstmal den Pilz weggebracht. Jetzt, soll ich meinen T1-Bohrer auch schon mal reinpacken? Anzugehen. Okay, habe ich reingepackt. Dann Küche brauchen wir dann als nächstes. Dass wir dann Getreide sammeln können. Dann können wir nachher gleich den Garten machen, dass wir dann da Getreide anpflanzen können, nachher auch Dekoblöcke machen können und so. Oh. Also, dass die Energie nicht reicht, ne? Power ist schon wieder auf 1% runter. Muss aber voll sein nochmal. Mein Generator. Treibstoff ist auch noch voll. Ja, Power ist bei 3%. 44% Treibstoff. Ja, kannst du auch sehen, wenn du auf P drückst. Ja, Wasser brauchen wir auch noch. Hast du eigentlich schon mal so Wasser denn gestellt jetzt, oder? Und den Skillen. Nicht. Den kann man den Wasser. Wasser. Ein T2 Bohrer ist fett. Einer auch schon da drin? Meiner ist da drin, ja. Samen. Boah, nee, Mehl. Was sind denn Getreidesamen? Pflanzenzucht, da. Muss man den nicht mehr ans Wasser stellen, den Generator? Wassergenerator. Ich meine, der müsste ins Wasser. Weiß ich nicht. Muss Sagt ihr im ja nicht Wasser auch. platziert werden. Nährlösung. Brauchen wir auch wieder. Gesteinsmehl brauchen wir für eine Nährlösung, André. Und verdorbene Lebensmittel. Steinsmehl ist ja kein Problem, dann machst du aus. Darum, der Lebensmittel haben wir schon 68. In 60. Steinsmehl. Ja, mache ich da mal ein bisschen. Habe ich mal ein bisschen durch. Verdorbene Lebensmittel nehme ich dann gleich mal mit. Hat André schon, okay. Dann fahren wir nur noch auf Wasser oder was?
du willst 1000 Gesteinsmehl hast du schon hier. Echt? Kommt da so viel raus? Ja. Cool. Bring ich mal rüber, ne? Wieder Hunger. Fleisch aufsetzen. Haben wir Fleisch? Ich hab gerade Fleisch mitgebracht, hab ich doch in den Kühlschrank geworfen. Ein Fleisch. Ja, immerhin ein Fleisch. Ja, kann ich, mach ich fertig. Nahrung, Fleisch. Nicht mehr direkt ins Wasser. Wie viel Getreide hat er? Der lässt sich hier nirgendwo hinstellen. Platziere ihn ins Wasser. Der Fleisch ist fertig und ist im Kühlschrank. Eine Stunde 23 mal. So, Bohrerladung brauchen wir ja auch noch, ne? Musst du herstellen wahrscheinlich. Danke. Ja. Okay. Neue Zeug. Ja, mach das. Ich will immer mehr hüpfen, weil ich Hunger habe. Und wenn du Hunger hast, kannst du nicht mehr hüpfen. Nee, das geht nicht. So recht. Lebt von der Hand in den Mund. Weißt du, wie viel Getreide wir brauchen für einen Samen? Nicht. Vier. Vier, wir haben nur drei. Nein, wir haben insgesamt 8. Ja, passt ja für 2. Frage ist dann, wie viel Getreide können wir nachher dann raus? Aus einem so einem Büschel. Bestimmt dann auch wieder nur ein. Wir brauchen für Bohrerladungen Kunststoffmaterial. Ja, dafür brauchen wir Getreide. Kommen 4 Samen raus. Ja gut, okay, dann geht das ja noch. Dann haben wir ja nachher 8 Samen, dann geht das ja noch. Alter, da müssen wir ja ganz viel... Ja, das Schlimme ist, wir können jetzt nicht unseren Raum bauen, jetzt müssen wir wieder einen Bohrer T1 bauen. Wie viele Bohrerladungen hast du denn? 2. Ich hab 1, das reicht ja erstmal. Und dann müssen wir überhaupt erstmal Kästen bauen, ne? Dafür brauchen wir ja wieder Nährstofflösung. Dafür brauchen wir Wasser. Ja. Gut, ist ja nicht das Problem. Ja, Wasser kommt gleich. Erstmal buddel ich jetzt hier den Raum aus. Mal gucken. Was war das? Ja, Nährstofflösung. Also. Ungefähr. Das ist aber ein schönes Blau, was der Strahl jetzt macht. Das Blau ist schon sexy. Getreide, schön tun, stimmt, sonst verfällt er ja. Dann haben wir nachher keine 8 mehr, sondern nur noch 2. Und wie viele Felder wollen wir denn anlegen? Wenn wir immer so 9 Stück machen, davon 4 Stück, dann haben wir 18. Eigentlich brauchen wir für jede Pflanze einen 9x3. Ja, da gibt es aber dann viele. Ich glaube, das sind 12 Pflanzen oder so. Da brauchen wir 12 Bottiche, 6 auf jeder Seite. Aber das geht ja jetzt zum Glück alles hier ein bisschen fixer jetzt hier mit dem T2-Bohrer. Nur ist meine Ladung bald schon wieder leer. Oh!
Getreide, Gemüse und Gewürze, das braucht man nicht. Und was ist mit dem Protein? Pflanzenprotein? Das brauchen wir ja auch noch. Und das ist so ruhig, der T2-Boran, ne? Schön. Pflanzenproteine sind unwichtig, okay. Aber ich will auch natürliche Stimulantien haben und Süßstoff will ich auch haben. Ich will alles haben. Ich will so vieles haben. Oh, ich will alles haben, André. Ich will immer haben. Zwei Gemüse und vier Gewürze für eine Dose. Puh. Wir pflanzen einfach alles an, dann haben wir ein bisschen ab. Wollte ich gerade sagen. Können wir auch Fleisch anpflanzen? So wie in Digimon, André, weißt du das doch? Fleisch anpflanzen? Nur Pizza pflanzen. Okay, nur Pizza, okay. Hey. Zwei bis drei Neuner für Gewürze und ein bis zwei für Gemüse, André. Also fünf Stück. Aber vertrauen wir dem Olli? Wenn er das sagt? Fünf sind doof, wenn dann machen wir sechs. Okay. Drei für Gemüse und drei für Gewürze. Noch mehr Getreide. Und Ventilator mit dich, André. Und wir brauchen Ventilator. Wieso brauchen wir einen Ventilator? Wir brauchen einen Ventilator. Seriös. Wozu braucht man einen Ventilator? Den ventilieren. Hahaha. Ja, mal mittlerweile. Kann ich dir nicht sagen. Oh, André. Wollte ich hier mal raus nach dem Wasser gucken? Kann ich gar nicht. Hab ich nicht eingestellt, ne? Oh. Das wäre aber eine Pflaume. Für 22 Grad und Gleichmäßigkeit. Aber ist es dann nicht immer 22 Grad drin? Ich bin verwirrt. Das artet ja noch in Arbeit aus hier. Kannst du dir das vorstellen, André? In Arbeit. Ah! Wollen die mich verkackeiern? Sieh jetzt schon wieder. Alter, ich gehe da nix an durch den Wald spazieren und spawnen da plötzlich drei Spinnen. Boah, ey. Wir können Ventilator in ihr bauen, aber es zieht. Boah, ey. Du.
Nein, wir packen jetzt alles in den Generatorraum. Direkt neben den Generator, wo 60 Grad, 70 Grad sind. Was hältst du davon? Ich bitte in den Raum direkt in den Generator packen. Cool, ne? Zwerg ist niemals ganz alt. Ein Zwerg. Da. Ah! Die schreit eine Blume an. Hast du eine Blume? Die hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Die gibt's noch. Ja, die schreien jetzt aber so komisch. Ah, Sam! Ah, Kürbiskeime und Weizenkeime! Ah! Ja, André, Keime! Meine Keime. Meine Keime. Gemüse, was leuchtet? Ja, das ist gut. Das ist cool. Leuchtet Gemüse. Da finden wir das Gemüse auf jeden Fall. Wollen wir nie wieder eine Taschenlampe? Oh, Ding mal für die Fraktion frei. Da sind schon vier Kanister drin. Schön. Nimm ich mal mit. Mach das. Ich geh nochmal gucken, ob ich noch ein bisschen so gemischten Getreide finde. Je mehr wir haben, desto besser ist das. Auf jeden Fall finde ich hier ganz viel Gemüse. Das Wasser. Ne? Ja. Ein Wasserkanister kriegen wir 10 Wasser. Schön. Das ist gut. Ah! Da greift mich jetzt was von hinten noch an. Ja, das gibt's doch nicht. Hinten? Ja, kam so ein Viech von hinten an. Wollte an mir rumnaschen. Kannst du dir das vorstellen? Chaos. Ich weiß, danke. Das ist nett sein, wenn ich krank von. wie Water. Davon stirbst du, ne? Muss fies sein, sonst stirbt meine Art. Getreide. Wo bist du nur, du schönes Getreide? Ich habe hier ganz viele Kräuterblätter, habe ich. Was können wir damit machen? Hey, oh, Kräuterblätter, hilft gegen Hauptentwindung, Giftbiss und Magenverstimmung anrichten. Mach doch mal. Lass uns doch eine Bank bauen, uns hinsetzen und Tee trinken. Aber bei der Hauptverbrennung, da müssen wir uns das auf die Haut schmieren. Ja, wir baden einfach beim Trinken und Tee und Tee. Oh. Yeah, baby. Du brauchst auch keine Düse. Das Blubbern mache ich ganz von alleine. Du nimmst einen Strohhalm und dann bläst du kräftig, ne? Nee, da brauche ich keinen Stroh. Oh. Nein. Und jetzt erklär unseren Zuschauern mal, wie du das nicht machst. Süße Kurve. Ja, genau. Mein wahrer Ramontiker. Das ist echt so. Oh. Meine Frau. Ja, machst du bei deiner Frau immer, ne? Warte, das ist gut. Also, jetzt gern Whirlpool. Ja, warte, ich zeig dir einen. Mann. Hast du schon Pflanzenbeete fertig? Da ist noch ein Konstruktor. Okay, dann ich komme ja langsam wieder zurück. Wir müssen noch eine Treppe hier vorne hinbauen. War nur ein Spaß, Mensch! Immer nur, wir müssen noch bauen.
Ja, wir müssen noch so viel machen. Dann spielen die einfach. Wir können einfach eine Blaupause nächstes Mal bauen. Baublaufen Raumschiff und dann spawnen wir uns noch ein paar Waffen und dann spielen wir schnell durch. Immer dieses erst alles aufbauen. Nur damit man dann von den Aliens den Popo versorgt kriegt. So, ja, wo baut man denn eigentlich nochmal diese Dinger hier? Baut man denn nochmal die Pflanzenkübel oder muss man die erstmal skillen? Kübel baust du normalerweise am Konstrukt. Du brauchst nur die Nährlösung, sag ich. Ja, ich muss mal gucken. Die Nährlösung habe ich schon ein bisschen gemacht. Ja, Pflanzenbeet Holz, Pflanzenbeet Beton. Ja, okay. Beton oder Holz? Einfluss auf die Geschwindigkeit hat. Mal gucken. Baublöcke. Oh, eine ist einfach noch schwerer. Das ist buggy, okay. Dann nehmen wir Holz. Leichter. Oh, mal gucken. Endlösung. Hast du unsere super Hightech-Basis, die komplett aus Holz gebaut? Ja. Mit dem Metallskin. Das haben wir nur eine Metallverkleidung. Heutzutage spielen die Leute sicher auch Carbon aufs Auge. Oder Rost. Oder Rost. Das ist dein Auto von Natur. Nein, mein Auto ist nicht verrostet. Das ist gelogen. Ja, der Typ mich aus Davids Werkstatt angerufen. Kannst du den nicht mal ein Auto? Wow. Mittig zentral in die Wand. Geht es nicht auch in den Fußboden? Wollen die nicht auf den Fußboden pappen oder so? Geht das nicht auch? Oder viel tollerer, oder nicht? Beete ist alles vorbereitet. Ja, ich habe 8 Stück, konnte ich jetzt erstmal machen. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ein Sauerstoff. Sauerstoff anzeigen. Mir zeigt ja keinen Sauerstoff an. Ein Planet besteht aus Sauerstoff. Wollte ich gerade sagen. Muss nur eine Lampe da dran klatschen. Und so eine Pflanzenbeetlampe. Guck gerade mal, Geräte. Was haben wir Geräte? Nee, ne? Sind die jetzt? Sind die auch mit unter den Lampen? Oder sind die einzeln? Nee. Da oben beim Suchen Pflanzenbeetlampe. Muss man lernen. Lernen? Hast du noch Punkte oder soll ich lernen? Nee, ich lerne gerade. So. Mache ich erstmal 2 Stück. Dann können wir die beiden schon anpappen. Kann ich mal gucken, was ich das kleine Raumschiff noch alles freischalten kann. Da Schubdüsen sind schon mal gut. Kurzstrecken-Warp-Antrieb ist schon mal gut. Kurzstrecken-Warp-Tank ist schon mal gut. Ne? Kraftfeld-Emitterblock. Cool. Ja. Die Pflanzen müssen die Räume luftig sein. Wartet ja nur ewig. Ich kann den Raum ja jetzt nicht jedes Mal aufbrechen. Gitter zu bauen. Wir müssen eine Tür reinbauen. Ja, aber ich muss den Raum. Ich kann ja hinten, wo die Steine sind. Sobald ich da wieder einen Block rausnehme, ist er ja wieder nicht luftig, obwohl wir in einem Berg sind. Ey, das stimmt ja, das stimmt. Jetzt das Spiel doch. Ja. Recht.
Jetzt die Frage, hier wollen wir mal gucken, hier. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ist richtig. Sehr richtig, ja, das sollte auch richtig sein hier, ne? Dann müssen wir den jetzt weiter erpobeln. Und ja. Guck mal, der Matti sagt, das ist kein Problem, solange der Planet frostfrei ist. Siehst du? Guck mal. Dann popel ich mal den Weizenkern da rein. Hier. Und jetzt haben wir schon mal einen Weizenkern da gepflanzt, André. Ist das nicht schon mal gut? So. Ich? Strom aus. Strom an. Sauerstoff. Der Ventil produziert nur Sauerstoff. Weiß ich nicht. Ventilator. Oh, Tutank fehlt. Sauerstofftank. Funktioniert nur zusammen mit O2-Tank. Aber wir haben ja keinen Sauerstoff. O2, can do. Ja, wir haben keinen Sauerstoff, wir müssen noch Sauerstoff produzieren. Und dann auf einem Sauerstoffplaneten müssen wir Sauerstoff produzieren, damit wir das dann in unseren. Ja, wir müssen erst Sauerstoff produzieren, wenn wir im Weltraum wollen. Das brauchen wir auf O2. Das hab ich schon gedacht, dass man das nicht braucht. Das wäre nämlich so total sinnfrei auf einem Planeten, wo es Sauerstoff braucht. Auf Omikron oder so, da kann ich mir das vorstellen. Ja, richtig, genau. Da kann ich mir auch vorstellen. Ja. Hier. Wir gucken jetzt mal, dass wir die Pflanzen wachsen lassen. So. Bau nochmal. Ich baue nochmal einen Kühlschrank. Mal zu beißen, ey. Ich verhungere hier. Weiß ich nicht, muss mal gucken. Stimmt, ich habe Fleisch, hab schon Fleisch gejagt. Ein Gewürz dazu nehmen, dann kann ich Salami machen. Wow. Also jetzt wird man hier nicht extravagant. Kein Gewürz, doch 4 Stück. Passt ja sogar. Boah, Salami, Alter. Jetzt dreht und wenn wir noch natürlichen Süßstoff hätten, dann könnten wir sogar Schinken machen. Ich sehe gerade. Weniger Essen. Boah, was bescheuert. Mal gucken hier, warte mal. Ja, ich brauche schon mal Salami essen. Ich habe jetzt nochmal einen zweiten Kühlschrank gemacht, da können wir nachher das fertige Essen reintun. Toll, ne? Ja, sehr schön. Habe ich auch gerade gesehen, total bescheuert. Was? Nichts für ein. Links weniger Essen als für ein normales durchgebratenes Stück Fleisch nur. Fleisch und Nahrungswert 104. Ja, eine Salami ist ja natürlich auch kleiner, ne? Na und? Da würde ich lieber. Es gibt auch große Salamis. Da würde ich lieber einen Schinken machen. Das hat 125. Ja? Oder eine Waffe. Hast du noch für alles Wasser hier rausgenommen? Das konntest du nur 8 Dinger herstellen? War doch nur 40. Ist doch nicht viel rausgekommen. Hier kannst du nochmal 10 machen. Nochmal 10? So. Echt? Dann haben wir hier noch eine Nährlösung. Jetzt hat mit mir rumgeschleppt. Wow. Dann muss er